Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu diesem kurzen Angebot der Woche Video auf Big Fish Media. Wir haben heute wieder etwas aus unserem Shop von Absolut Angeln dabei. Und zwar handelt es sich darum, die meisten von euch werden es wissen, wir sind in diesem Jahr mit unseren Tiplights so richtig durchgestartet. Also die günstige und umweltfreundliche Alternative zum Knicklicht beim Nachtangeln. Ihr müsst also keine teuren Knicklichter mehr kaufen, die dann nach dem ersten Versuch kaputt sind. Vielleicht kann man sie dann noch einmal aktivieren, dann weggeschmissen werden müssen. Ihr müsst keine Knicklichter mehr mit Teserband irgendwie an die Rutenspitze friemeln. Denn es gibt unsere Tiplights jetzt hier, oder gab es schon ein paar Mal, mit aufladbaren Akkus, also zwei Tiplights, gelb bzw. ein bisschen so ins Grüne herein und ein rotes mit einem USB-Ladestecker und zwei Akkus. Die hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei uns im Shop und immer waren sie ruckzuck ausverkauft. Und jetzt haben wir wieder ein Kontingent davon reinbekommen. Wieder zwei Tiplights mit zwei USB-Batterien, also zwei Akkus und dem dazugehörigen USB-Ladestecker. Die haben wir jetzt wieder. Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr darauf wartet, klickt schnell rein in unseren Shop und sichert euch euer Tiplight-Set, damit ihr gut ausgestattet seid für das Finale beim Nachtangeln in diesem Jahr. Jetzt gehen ja im Herbst nochmal die großen Räuber in der Nacht. Und ich würde sagen, für alle Leute, die unsere Tiplights noch nicht kennen, erkläre ich jetzt im nächsten Schritt nochmal, wie das Ganze funktioniert und wie man das an der Rutenspitze befestigt. Und dann seht ihr auch, ja, für alle, die es noch nicht wissen, was diese Tiplight so besonders macht. Ich habe jetzt hier mal ein Tiplight, das rote, das gelbe habe ich jetzt mal in die Tasche gesteckt. Und ihr seht, dieses Tiplight besteht ja im engeren Sinne aus dieser Leuchtspitze hier und diesem Körper, den man ja an der Rutenspitze befestigt. Das zeige ich euch auch noch. Jetzt zeige ich noch mal kurz, wie man ja das Ding hier mit dem Akku bestückt. Dafür schraubt ihr das Tiplight auf. So ein bisschen schnell machen, damit es nicht zu langweilig wird. So, jetzt ist das Tiplight aufgeschraubt. Jetzt nehme ich hier den Akku aus dem USB-Ladegerät raus, pack den hier in das Tiplight rein und ihr seht schon, wie hell das strahlt. Das Ganze wird jetzt wieder zusammengeschraubt. So, dann ist das Tiplight aktiviert und ihr seht jetzt wirklich schon, es ist noch ziemlich hell, wie hell das jetzt schon wirklich im Hellen leuchtet. Und wenn ihr übrigens wollt und das Tiplight nicht in der Angeltasche oder in irgendeiner Tüte oder den Akku nicht in irgendeiner Tüte transportieren wollt, ihr könnt auch, wenn ihr fertig seid mit dem Nachtangeln, könnt ihr praktisch auch den Akku wieder entnehmen hier. Ganz wichtig, ne, zum Aktivieren muss dieser kleine Stift vorne sein. Steckt den Akku hier so rein, dass der kleine Stift nicht Richtung Spitze zeigt und schraubt das Ganze wieder hier zu. Dann könnt ihr das Ganze transportieren, ohne dass der Akku dann verloren gehen kann in der Angeltasche oder so. Und ich aktiviere das jetzt nochmal hier. Stift nach vorne reinstecken und dann leuchtet es. Schraubt das jetzt zu und wenn ich zugeschraubt habe, dann zeige ich euch noch, wie man das an der Rutenspitze befestigt. Ewald hinter der Kamera hat zwischendurch ja auch mal eine gute Idee und er hat gesagt, zeig doch auch mal beide Tiplights, wie sie leuchten. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt seht ihr hier das Gelbe, beziehungsweise es geht ja so ein bisschen ins Grüne rein, und das Rote. Zwei Stück bei uns im Set davon. Und ja, ihr seht, wie hell die leuchten und damit verpasst ihr auf jeden Fall keinen Biss mehr beim Nachtangeln am See, am Fluss, auf Aal, auf Zander, auf Hecht, wenn ihr mit Deadbait angelt oder auch bei der sonstigen Grundangelei. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch dann mit dem gelben bzw. mit dem grünen Tiplight, wie man das an der Rute befestigt. Dazu müsst ihr diesen Verschluss hier öffnen, der an dem Tiplight ist. So, das geht ganz einfach. Und da kommt der Rutenblank dann rein und ihr seht auch, hier befinden sich auch so ein paar gepolsterte Einlagen in diesem Clip drin, dass der Rutenblank nicht beschädigt werden kann. Also ihr müsst keine Angst haben, dass wenn ihr das hier festklippt, dass das Kratzer oder dann im schlimmsten Falle sogar die Rutenspitze brechen oder beschädigt werden könnte. Also, der Clip ist geöffnet. Jetzt nehme ich hier mir meine Rute. So, und mache das ganz einfach fest. Viele haben uns auch schon gefragt, für welche Rutenspitzen das geeignet ist. Ich würde sagen, es eignet sich für alle Karpfenruten, Telerouten fürs Grundangeln, sonstige Steckrouten fürs Grundangeln. Wofür es sich nicht eignet, das sind ja sehr leichte Fiederspitzen, sehr dünne und sensible Fiederspitzen, dafür ist das zu schwer. Und für eine dicke Welsrutenspitze, weil da ist der Blank einfach zu dick, da passt das nicht. Aber für die meisten Rutenspitzen passt dieses Tiplight hier hervorragend. So, da kommt jetzt der Blank hier rauf. Und dann klippe ich das Ganze fest
So, und ihr seht, das Tipplight ist befestigt. Schön hier vorne. Ihr könnt es ein bisschen verschieben, wenn ihr wollt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es labberig ist. Passt richtig gut, verrutscht auch nicht. Und ja, so wird dann jeder Biss, jedes Rutenzuppeln wird dann sehr gut angezeigt im Dunkeln. Und ihr verpasst auch keinen Biss mehr. Jetzt habt ihr unser Tipplight-Set mal in Aktion so ein bisschen gesehen und wie es funktioniert. Und ich kann es wirklich nur sagen, es bietet wirklich einen sehr guten Mehrwert. Ihr müsst damit nie wieder Knicklichter kaufen und keinen Umweltmüll oder keinen Müll produzieren, der die Umwelt belastet. Einfach die Akkus, die zwei Akkus, die dabei sind, hier an dem USB-Ladegerät aufladen, hier reinstecken und dann habt ihr ja immer ein gutes und leuchtendes Tipplight. Eure Rutenspitze ist immer beleuchtet und ihr bekommt mit, wenn sich ein Fisch am Köder zu schaffen macht. Also zuschlagen, bevor das Kontingent wieder weg ist. Link in der Videobeschreibung und dann seid ihr perfekt gerüstet zum Nachtangeln mit unseren Tipplights. Und ich wünsche euch natürlich beim Nachtangeln oder beim Abendangeln damit viele dicke Fische. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Petri Heil. Ciao, ciao.